5 Jahre später holt er seine 3 kleinen Töchter und seine Ehefrau aus der Türkei nach Deutschland. Sie wohnen in Andernach. Älteste Tochter ist mit 10 Jahren Berian. Sie und ihre Schwestern besuchen die deutsche Hauptschule. ...1980, als Berian 20 ist, verlässt sie mit einer ihrer Schwestern das Elternhaus. Beide leben daraufhin mit deutschen Freunden zusammen. Sie verloben sich. Die Schwester heiratet. Aber Berian heiratet nicht. Das war, sagte ich zu Berian, eine Unverschämtheit. Selbst Hunde haben in Deutschland einen Besitzer. Und wenn sie keinen haben, kommen sie ins Tierheim. Du aber, sogar als Mensch, willst ohne Besitzer herumlaufen. Ich werde euch jetzt einiges aus dem Koran vorlesen. Die Überlegenheit der Männer über die Frauen. Ayet 34. Sure 4, Vers 34. Erkekler kadınlar üzerine, die Männer stehen über den Frauen. Sie führen und beherrschen sie, weil Gott die Männer mit Vorzügen gegenüber den Frauen ausgestattet hat. Weil diese Vorzüge die Männer befähigen zum Führen des Heiligen Krieges, zur Religionslehre und zum Verwalten des Vermögens. Und weil die Männer mit ihrem Vermögen für den Lebensunterhalt der Frauen aufkommen. Die rechtschaffenen Frauen sind Gott gegenüber gehorsam und bewahren in der Abwesenheit der Männer ihre Unbeflecktheit und Ehre. Fenalık ve kecimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince önce kendilerine öğüt verin ve sonra die Frauen aber die widerspenstig sind warnt sie meidet sie im Ehebett und wenn sie dann immer noch nicht gehorchen schlagt sie leicht hafifçe tutun. Die Sure, das Licht, Vers 2. Im Namen Gottes, des Barmherzigen. Wenn eine Frau und ein Mann Unzucht begehen, dann bestraft sie beide mit je 100 Peitschenhieben. Habt kein Mitleid mit ihnen. Eine Gruppe von Gläubigen soll Zeuge der Bestrafung sein. Am 22. März 1983 trifft Abdullah Yakupolu hier seine Tochter. Er bietet ihr an, sie mit seinem Auto nach Bad Breisig zu fahren. Auf dem Rücksitz des Autos liegt ein Hammer. Wir kämpften. Da muss Berian gestorben sein. Zwei Tage später findet die Polizei die Leiche Perihans in einer Grube im Garten des Hauses, in dem die Familie Yakupolu wohnt. Die Untersuchung der Toten ergibt, dass Perihan durch Erdrosseln und Hammerschläge auf den Kopf gestorben ist. Die Grube, so die Richter ein Jahr später, sei von Yakupolu bereits ein Dreivierteljahr vor der Tat ausgehoben worden, um hier die Leiche seiner Tochter verstecken zu können.